des Gestartet habe ich. Unser diesjähriges Abenteuer Appassionata, die goldene Spur. Wir verstehen es gut und freuen uns sehr, wenn Sie als Andenken an diese Show viele Fotos und Videos machen und diese auf YouTube oder Facebook einstellen. Bitte beachten Sie aber, dass Sie kein Blitzlicht verwenden, denn das könnte unsere Pferde erschrecken. Applaus dagegen ist überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil. Auch unsere vierbeinigen Showstars wissen ganz genau, dass Beifall ein großes Kompliment ist. Also, klatschen Sie so viel und so laut Sie möchten. Und wenn Sie wollen, fangen Sie sofort damit an. Oh, wir haben Besuch bekommen. Monsieur Pierre, ich grüße Sie. Seien Sie gegrüßt. Mein Name ist Pierre. Und das ist meine Stadt, Saint-Clair. Hier gibt es einen wunderschönen Park und mittendrin ein kleines Museum. Dort sitze ich oft auf einer Bank und lasse die zauberhafte Umgebung auf mich wirken. Dann denke ich an jenen Tag zurück, der mein weiteres Schicksal bestimmt und mich bis heute an diesen Ort gebunden hat. Wollen Sie meine Geschichte hören? Dann folgen Sie mir in meine Erinnerung. Oh, schauen Sie mal, der hier bin ich, ein junger Mann, ein Kunststudent. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich in einem Kunstsalon kramte und plötzlich die Porträtskizze einer bezaubernden Frau in meinen Händen hielt. Gebannt starrte ich auf das Bild, denn es begann in meinen Händen zu pulsieren. Oh nein, das Bild fiel hinunter, überall Scherben. Doch was war das? Ein Brief? Alt und vergilbt war er. Ich begann zu lesen. Geliebte Madeleine, zu kurz war unsere gemeinsame Zeit. So sehr wurde ich von der Idee beherrscht, deine unbeschwerte Fröhlichkeit auf die Leinwand zu bannen. Darüber vergaß ich, dein bezauberndes Lächeln zu erwidern, bis es verschwand. Mit jedem Pinselstrich raubte ich dir ein Stück deiner Fröhlichkeit. Heute muss ich abreisen, doch als ich dir nun Adieu sagen wollte, konnte ich dich nicht finden. Dein Porträt, sollst du wissen, vermache ich dem Museum. Und dieser Brief soll bei der Skizze verbleiben, hier in der Galerie. Wo du auch bist, Madeleine, ich bitte dich, verzeih. Mögest du dein Lächeln eines Tages wiederfinden. Adieu. Adieu. Thank you.
Komponente. Skizze und Brief hatte ich ja. Ohne nachzudenken betrat ich die Räume des Museums und begann zu suchen. Da, das Bildnis. Ich trat näher. Eine Frau. Ihre Augen ein Spiegel der Melancholie. Und dann, ich konnte kaum glauben, was ich sah. Eine glänzende Träne rann aus ihrem Augenlid. Sie zog eine goldene Spur, die sich immer mehr verbreiterte. Erst war ich ganz verblüfft, aber gleich darauf wollte ich der Spur folgen. Ich schaute noch einmal zu dem Bild zurück. Ein leerer Rahmen. Die Frau aus dem Bild war verschwunden. Thank you.
Goldene Spur. Thank you.
überwältigenden Anblick des Palastes verlor, stand sie auf einmal vor mir. Madeleine, die bezaubernde Frau aus dem Porträt. Was sollte ich tun? Mir fiel nichts Besseres ein, als ihr eine Blume zu überreichen. Madeleine antwortete mit einem Lächeln und verschwand. Ich fühlte mich plötzlich so leicht, als hätte ihr Lächeln alles verändert. Als wäre die Welt nach langer Zeit endlich von einem traurigen Geheimnis erlöst. Doch sehen Sie selbst,